Also ich heiße Maria und bin zu meinem Posten oder meinem Job in der Bezirksvertretung Siegen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe nicht damit gerechnet, da jetzt dieses Mandat wahrnehmen zu müssen, weil ich stand auf der Liste weit hinten, aber da ist jemand gestorben in der Bezirksvertretung und dann ist die nächste, wollte nicht und dann war die Frage an mich, willst du das machen? Da musste ich mich innerhalb von 5 Minuten entscheiden und ich habe, glaube ich, trotz der kurzen Zeit mit Bedacht und mit Überzeugung Ja gesagt. Ich wohne seit 25 Jahren in diesem Stadtteil, auch wenn ich da nicht arbeite, aber ich lebe da und ich lebe da gern da und habe gedacht, Kommunalpolitik könnte mal eine Facette des Lebens sein, die reizt dich jetzt. Und bin auch mit dieser Überzeugung da reingegangen. Und das hat sich auch durchaus als für mich auch als ganz gut erwiesen. Wir haben die klassischen Probleme in diesem Stadtteil mit Verkehr, mit Fahrradfahren insbesondere, mit Bauen, mit Schulen. Da kann man durchaus die Positionen, die ich auch politisch habe, auch einbringen. Und ich tue das auch einschließlich das, was in so einer Bezirksvertretung auch immer gewünscht ist und gefordert ist, nämlich sich auch ehrenamtlich zu engagieren, in Vereinen zum Beispiel, die in dem Stadtteil, wo ich jetzt wohne, in Gerresheim, auch durchaus zahlreich da sind. Und die bieten auch durchaus Möglichkeiten, auch für Grüne, sich zu engagieren. Aber andererseits, wir haben auch die großen Bauprojekte, die stehen an, die Bebauung des Glashüttengeländes, die Bebauung der rheinischen Kaserne, der Bergischen Kaserne, die in einigen Jahren freigezogen wird. Das sind interessante Projekte, mit der wir unsere grünen Ideen einer modernen Stadtgesellschaft durchaus einbringen können, nämlich in Vielfalt zu wohnen, ökologisch, umweltgerecht, aber durchaus auch sozial verträglich und auch in unterschiedlichsten Lebensformen. Und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass das auch funktioniert und dass nicht solche großen Grundstücke an große Investoren verscherbelt werden, die dann ihre 0815-Bauten hochziehen. Und dass wir da auch die Stadt dazu bringen, dass sie Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Und das gehe ich gerne an. Okay, danke. Ja?